Willkommen zu der nächsten Folge von Zu fremden Gestaden. Wir sind noch immer in dem vierten Band, die Kelten, welche in sechs Geschichten Corto Malteses Aufenthalt in Europa beschreiben. Vor dem Hintergrund des Ersten Weltkriegs, der hier aber häufig alles andere als hintergründig ist. So wie in dieser Geschichte, die gleich schon mal mit dem Auftritt eines berüchtigten Namens einhergeht. Manfred Baron von Richthofen, auch bekannt als der Rote Baron, und seine rote Fokker DR-1 mit den berühmten drei Flügeln. Für mich ein vertrautes Flugzeug. Einerseits hängt eine solche Fokker DR-1 im Deutschen Museum in München, wo ich viele Jahre ein- und ausgehendes Fördermitglied war. Aber ich hatte als Kind auch ein realistisches Modell dieses Flugzeugs im Kinderzimmer, bis es dann wahrscheinlich durch irgendeinen Fußballwurf kaputt ging. Côte de Nuit, um auf den Titel einzugehen, ist eigentlich eine Weinregion zwischen Dijon und Lyon. Wir befinden uns also im Herzen Frankreichs, aber auch unweit der verhärteten Westfront und der Somme. Hier befinden sich die Schützengräben der Australier und der Deutschen. Und Hugo Pratt gibt uns sogar ein Datum, etwas, das er so genau nur sehr selten macht. Aber für uns Geeks und Corto-Malteologen ist das ein dankbarer Hinweis, der 20. April 1918. Allerdings wird später deutlich, weshalb das Datum für diese Geschichte wichtig ist. Hugo Pratt geht bei Manfred von Richthofen sehr ins Detail, inklusive einer Anspielung auf Frieda Freien von Richthofen, Manfreds Tante, die verheiratet war mit drei Kindern und seinerzeit mit dem britischen Dichter D.H. Lawrence durchgebrannt war. Hugo Pratt schien das so faszinierend, da er dieser Episode oder Anekdote eine ganze Seite hier widmet. Der ganze Frontabschnitt hier wurde von den Australiern bestritten und in ihrer Mitte treffen wir Corto Maltese an, der hier mit zwei Soldaten in einem recht zerschossenen Versorgungswagen unterwegs ist. Die Australier werden hier als ausgelassene, alkoholfreudige Berserker präsentiert und das ist ein Image, das ihnen bis heute irgendwie anhaftet. Man muss sich nur auf das Oktoberfest begeben. Corto trägt hier einen Pelzmantel, da das Wetter vermutlich noch recht frostig ist. Jetzt kommt eine der faszinierendsten Passagen der ganzen Geschichte. Auf dem Flugplatz der deutschen Kaserne wartet auf Richthofen sein Hund Moritz. Ich weiß nicht, ob der Rote Baron tatsächlich diesen Hund mit im Krieg hatte. So genau kenne ich mich damit nicht aus. Manfred darf auf jeden Fall mit seiner Mutter telefonieren, quasi als Belohnung dafür, dass er wieder jemanden abgeschossen hatte. Hugo Pratt entlarvt hier hinter dem PR-Gag eines roten Dreideckers die Banalität des Krieges. Wir werden voyeuristische Zeugen eines rührseligen Telefonats von der Front nach Hause, etwas, das gewöhnlichen Soldaten nicht zur Verfügung stand. Plötzlich erkennen wir, dass Manfred von Richthofen ein ziemlicher Psychopath ist, der nahtlos zwischen dem Töten von Menschen und dem Schwärmen für die Familie hin und her schalten kann, ohne da irgendein emotionales Problem zu empfinden. Und am nächsten Tag erleben wir einen wagemutigen Angriffsflug durch Richthofen über den australischen Stellungen. Ein britisches Flugzeug mischt sich dazwischen und wir können sehen, dass der junge Pilot an Bord kein anderer ist als Kane Grovesnor, der seinerzeit mit Corto Maltese zusammen mit seiner Cousine Pandora in der Südsee war. Das kann allerdings Corto unten im Schützengraben natürlich nicht erkennen, dass das kein in dem Flugzeug ist. Den Roten Baron abzuschießen war allerdings ein echtes kollektives Ideal oder ein Traum für die gegnerischen Soldaten, zumal er auch der eine Pilot war, den sie am Himmel immer identifizieren konnten, wegen der provokanten roten Farbe. Und je erfolgreicher Richthofen war, desto mehr zog er ganze Wolken aus Gewehrkugeln auf sich. Schließlich wird dann deutlich, weshalb Hugo Pratt in dieser Geschichte mit so genauen Datumsangaben operieren konnte, denn der 21. April 1918 ist der Todestag des Roten Barons. Allerdings macht sich Hugo Pratt die Tatsache hier zunutze,
das bis heute nicht mit Gewissheit geklärt ist, wer ihn eigentlich abgeschossen hat. Und so spielt Pratt damit ein wenig. Aber die Situation um das abgestürzte Flugzeug ist recht realistisch nachempfunden und damit auch die Euphorie der australischen Soldaten um das Wrack und die Leiche des Roten Barons. Ich weiß nicht, ob es stimmt, dass die Australier dem Roten Baron die Stiefel ausgezogen haben, aber es ist wahr, dass an der Absturzstelle ein großes Durcheinander ausbrach, da alle Soldaten sich von dem Ereignis irgendein Souvenir behalten wollten und das Flugzeug in kürzester Zeit in ein Skelett verwandelt wurde. Im Finale der Geschichte sehen wir einen anderen Piloten über den australischen Stellungen fliegen. Ein Aufklärungsflugzeug, dessen Pilot einen bekannten Namen hat: Hermann Göring. Hugo Pratts Botschaft ist hierbei recht deutlich. Man kann nicht über Ursachen und Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs sprechen, ohne den Ersten Weltkrieg zu verstehen. Und das ist etwas, das gerade heute starke Resonanz hat, finde ich. Denn gerade heute leben wir in einer Zeit, in der man allzu gerne einschneidende und offensichtliche Zeitpunkte nimmt und diese als einen Eröffnungspunkt, einen Uranfang inmitten einer seltsamen, abstrusen Tabula Rasa deklariert. Und das funktioniert so überhaupt nicht. Während die Vorgeschichte oft dabei unter den Tisch gekehrt wird, da sie nicht in das propagandistische Narrativ passt. Und wer die Vergangenheit zurück ans Licht zerren möchte, wird als Verräter gebrandmarkt. Wir nennen das nun nicht mehr Verräter heute, zumindest nicht so oft. Wir nennen es Versteher oder Anti-mm-mm. Doch das alles nur am Rande. Aber in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Eine Geschichte haben wir in diesem Band noch.